Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Sunlight Guys Artbook Ecke Ausgabe Nummer 6. Und wie ihr schon sehen könnt, es geht weiter mit den Sailor Moon Artbooks. Zwei sind ja noch übrig von den offiziellen. Und zwar ist das hier Artbook Nummer 4 zu Super S bzw. dem Dream Handlungsbogen im Manga. Und ihr könnt hier schon auf dem Cover sehen, dass die Hintergrundfarbe ist heller und freundlicher. Es ist nicht mehr ganz so düster wie der dritte Teil. Und hier haben wir die Outer Senshi auf dem Cover inklusive Chibi Moon. Und dann machen wir das Buch einfach auf. Ja, immer noch alles hier in Fliederfarben. Und wieder die erste Seite mit diesem halbdurchsichtigen Pergament. Dieses Bild, dazu hat Naoko auch geschrieben, dieses Bild gehörte eigentlich noch in das dritte Artbook. Sie hatte sich wohl irgendwie bei der Anzahl der Bilder verzählt und somit ist das hier übrig geblieben. Man sieht es auch ein bisschen an dem dunklen Hintergrund und auch Hotaru sieht noch ein bisschen mehr so aus wie in... wie im dritten Teil vom Manga und vom Anime. Also dieses Bild gehört eigentlich zu Sailor Moon S, aber ist halt eben hier in diesem Artbook gelandet. Dann, ja, ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Hier mit Pegasus im Hintergrund und Usagi und Shibyusa. Nur mit durchsichtigen Röcken bekleidet und mit Pegasusflügeln auf dem Rücken. Also schon ein bisschen erotisch und man kann schon den Unterschied sehen, also es ist grün, es sind helle Farben. Dieser Abschnitt des Mangas und der Geschichte soll nicht mehr ganz so dunkel sein. Ja, ein Bild von Shibyusa mit Helios im Hintergrund. Dann ein wunderschönes Bild, wie ich finde, von Serenity mit Endymion im Hintergrund und einer roten Rose. Dann haben wir ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Bild. Alle 10 Senshi in ihren Prinzessinnengewändern. Und wie man auch sehen kann, die Haare sind in den entsprechenden Farben der Senshi koloriert. Also hier sieht man zum Beispiel Makoto mit grünen und Rei mit roten Haaren. Setsuna hat ganz schwarze Haare, Hotaru etwas lilan gefärbte. Aber ich mag dieses Bild, ich finde es sehr, sehr schön. Ja, alle Mädels mal in ziviler Kleidung, wozu Naoko auch geschrieben hat, dass sie die Mädchen zwar sehr gerne auch so zeichnet, es aber dann relativ schwierig ist für so viele Outfits zu entwerfen. Deshalb sagt sie, macht sie es sich leicht und zeichnet dann eben Hemden, T-Shirts oder Tops, die nicht so kompliziert zu zeichnen sind. Dann haben wir hier ein Bild zum Ausklappen. Das ist, wie ihr vielleicht auch merkt, das ist im Grunde genommen auch das Titelbild, das um das Artbook herum liegt, also das Cover quasi. Einmal hier die Inner Senshi und einmal die Outer Senshi. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier, ja, wieder das bekannte Bild aus der Nakayoshi, wo man dann quasi wieder abstimmen durfte, wer ist der Lieblingscharakter. Hier kann man auch sehen, hier sind, ja, hier hat man zum Beispiel das Amazonenquartett und die Amazonen Senshi dann. Die ganzen bösen Charaktere, Nihilenia, den Pegasus und Helios, Phobos und Deimos in menschlicher Gestalt und natürlich auch das erste Mal Eternal Sailor Moon. Ja, ein Bild von allen Mädchen im Badeanzug mit Seerosen im Hintergrund. Dieses Bild nannte Naoko die 10 Tuxedos. Der Grund ist offensichtlich. Ja, wieder mal ein wenig legerer, ziviler Kleidung mit ganz viel Rosenblättern.
Dieses Bild mag ich sehr, sehr gerne. Also alle irgendwie von oben schlafend gezeichnet, auch mit ganz viel Rosenblättern und mit ziemlich, ja, pastellartig gezeichneten Gewändern. Es ist auch nicht ganz so einfach, die Gewänder alle auseinanderzuhalten. Und man muss auch schon nah rangehen, um einige der Charaktere dann auch zu sehen. Das kennen wir ja auch von den Manga-Covern, Usagi und Mamoru. Ja, ein romantisches Usagi-Mamoru-Bild. Noch ein romantisches Usagi-Mamoru-Bild. Das ist irgendwie niedlich. Usagi, Chibiusa, Mamoru im Bett und Mamoru hat Diana auf seiner Brust. Dann ein Bild von Helios, der Kuss zwischen ihm und Chibiusa, dann natürlich auch Pegasus. Ja, ein Gruppenbild von den Inner Senshi zusammen mit Chibiusa. Also wie ihr schon sehen könnt, es sind ganz schön viele Gruppenbilder in diesem Artbook und die Farben sind definitiv anders als im vorherigen. Also es sind sehr viel fröhlichere Farben, sehr viel Blumen sind auch auf den Bildern. Dann, ja, Bild von Makoto. Das Titelbild zu der Manga-Side-Story, Ami-chans erste Liebe, was es ja auch als Anime gibt, als kurzen Anime. Rei und Minako zusammen. Dann einmal hier die Outer Senshi. Ja, dann so die typischen Usagi-Chibiusa-Bilder. Hier auch ein Usagi-Mamoru-Bild, nochmal Usagi-Chibiusa. Das hier finde ich eigentlich ganz lustig, auch vor allen Dingen mit diesen ganzen Früchten drumherum. Das ist ein bisschen ungewöhnliches Bild, aber ich mag das irgendwie. Ja, Usagi-Chibiusa. Dann hier eigentlich eine, ja, so ein bisschen wie so eine Skizze gezeichnet. Ich glaube, das wurde auch irgendwie auf eine blanke Postkarte gezeichnet. Und dann hier die Senshi in so, ja, nicht ganz SD, so ansatzweise, sag ich mal. Hier hat man dann die typischen SD-Zeichnungen von den Inner Senshi. Super Sailor Moon, Super Chibi Moon. Hier sind die beiden auch nochmal in ihren Superformen. Super Sailor Moon alleine. Unsere Inner Senshi jetzt auch in ihren Superformen. Die Inner Senshi mit Pegasus und alle mit Pegasusflügeln. Dann auch wieder Manga-Titelbilder. Einmal die vier Inner Senshi mit ihren, ja, quasi neuen Accessoires, die sie in Super S bekommen. Und die Outer Senshi, alle mit ihren Talismanen. Das Amazonenquartett, hier halt noch in ihrer, ja, Dead Moon Ausstattung quasi. Wunderschönes Bild, Artemis, Diana und Luna in menschlicher Form. In der Form tauchen sie im Manga, in Super S ja auch auf. Ich hoffe ganz besonders, dass das, wenn Sailor Moon Crystal zu dieser Staffel kommen sollte, dass das dann auch passiert. Helios und Tuxedo Mask. Dann hier ein Gruppenbild, die Senshi in ihrer Eternal Form. Alle hier dann auch mit Flügeln versehen. Und dann hier natürlich die Eternal Senshi und Eternal Sailor Moon im Hintergrund. Und das erste richtige Foto von Eternal Sailor Moon.
Und dann haben wir zum Schluss natürlich auch noch wieder Bilder zum Ausklappen. Dieses Bild, muss ich sagen, liebe ich besonders. Dieses im Jugendstil gezeichnete Bild, alle in ihren Prinzessinnengewändern nebeneinander. Ich finde dieses Bild super, super toll. Hätte mich auch sehr gefreut, wenn es das irgendwie so mal so als Poster gegeben hätte, weil das würde ich mir echt an die Wand hängen. Also, ich finde es wunderschön. Also, auch die Posen, die sie alle so haben und wie die Haare gezeichnet sind und dazu dann oben diese verschnörkelten Verzierungen. Also, das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, wenn es das als offizielles Poster damals gegeben hätte, das hätte ich mir definitiv gekauft. Und dann auf der anderen Seite, hier, nochmal so ein Standardgruppenbild, alle nebeneinander. Und das sind dann eigentlich auch schon sämtliche Bilder aus dem Artbook. Ja, hier dann wie üblich, wie in den anderen auch, muss ich ja jetzt nicht nochmal groß erläutern, die ganzen Erklärungen zu den Bildern. Hier hinten, ja, hier hinten sind komischerweise die gleichen Entwurfszeichnungen abgebildet wie auch im Sailor Moon Artbook Band 3. Warum, weiß ich nicht. Ja, hat man vielleicht irgendwie verschusselt. Und dann hier ist das Buch auch schon zu Ende. Und ja, und man hat hier auf der Rückseite, wie das große Bild, das im Artbook drin war, die Inner Senshi. Wenn ihr dieses Artbook sucht und das Japanische vielleicht seht, man hat das Cover hier wieder umgedreht für die deutsche Fassung. Das heißt, auf dem japanischen Artbook ist das hier, dieser Teil vom Bild, ist quasi vorne. Und dieser Teil mit den Outer Senshi ist eigentlich hinten. Aber ist halt so. Ja, was bleibt mir zu sagen? Ich finde es genauso schön eigentlich wie die anderen Artbooks. Mir sind da, muss ich sagen, ein bisschen viele so Gruppenbilder drin und auch ziemlich viele so ja, Usagi Chibiusa oder Sailor Moon Shippie Bilder drin. Ich hätte mir ein bisschen mehr auch so Einzelbilder von den anderen Senshi gewünscht, aber gut, Super S konzentriert sich halt natürlich auch wieder sehr viel auf Chibi Moon und auf Sailor Moon. Sei es drum. Es ist trotzdem ein schönes Artbook. Ich mag es allerdings nicht ganz so gerne wie das dritte, aber trotzdem sehr schön und ich kann es nur empfehlen. Okay, das war Sailor Moon, das Original Artbook Band 4 und in der nächsten Ausgabe nehmen wir uns dann das fünfte und letzte offizielle Artbook vor. Bis dann erstmal.